Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist der 2.12. und zum letzten Mal in diesem Jahr tagte der Ortsbeirat Südstadt mit tatsächlich einer kurzen Tagesordnung und trotzdem 2 Stunden zusammen miteinander gesessen und wir haben die Tagesordnung sogar noch reduziert, weil eigentlich fangen wir vielleicht heute so rum an, worüber wir nicht geredet haben. Das war das Mobilitätskonzept zum Funktionsplan des Wohn- und Sondergebietes am Südring. Schlanker Titel heißt nichts anderes, als dass die Verwaltung sich Gedanken gemacht hatte, wie eigentlich die Mobilität im Südring und in der Erich-Schlesinger-Straße organisiert werden soll, wenn der Grote Pol bebaut wird. Das wurde schon mal im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Wir kennen also die Unterlage. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sehr begeistert. Und die Vorstellung an sich hätte heute 45 Minuten gedauert, so die Idee der Verwaltung und dann halt Diskussionen. Da wir aber über noch ein anderes Thema am Großen Pol diskutieren wollten, haben wir halt gesagt, nee, das nehmen wir mal runter, diskutieren im Januar darüber und deshalb wurde es halt vertagt. Für euch vielleicht die Ankündigung. Ich habe mir überlegt, exklusiv für euch werde ich es wahrscheinlich vor der nächsten Ortsbeiratssitzung schon mal auf meinem Blog schreiben, damit ihr quasi spoilermäßig wisst, wo wir im nächsten Ortsbeirat reden. Ist ja auch immer öffentlich, also kommt gerne dazu, wenn ihr das Thema Interesse habt. Grundsätzlich, bevor ich zum Big Punch des heutigen Abends komme, vielleicht einige Punkte. Ihr wisst, also mindestens 20 Jahren kämpfen wir darum, dass die Zierkowski-Straße saniert werden soll. Eigentlich, so war die Ankündigung, sollte das Ende diesen Jahres losgehen. Ich gucke mal demonstrativ aus dem Fenster. Keine Bagger zu sehen. Es wird also dieses Jahr nichts mehr. Heute bekamen wir auch tatsächlich die Begründung, warum. Ich muss mal nachgucken. Wir hatten irgendwie Anfang Mitte diesen Jahres eine Vorstellung bekommen, wie die Zierkowski-Straße organisiert werden soll. Also quasi Tempospellen, Parkorganisation, Fußwege. Und genau die Fußwege sind das Problem. So die offizielle Verlautbarung. Und zwar hat die Verwaltung uns darüber informiert, dass sie mit den Grundstückseignern, also die von den Fußwegen profitieren, ihre Verhandlungen noch nicht so weit zu Ende geführt haben, ist das Wort, was ich gerade suchte, um da halt diese kleinen Bereiche der Grundstücke, wo dann der Fußweg raufgebaut werden soll, zu erwerben. Deshalb schiebt sich das alles, aber in der Verwaltung, wenn das heißt, es schiebt es sich nicht bis in den nächsten Monat, sondern ins nächste Jahr. Aktueller Plan ist, im Oktober 2022 mit dem ersten Bauabschnitt anzufangen. Das ist der Bauabschnitt von der Erich-Schlesinger-Straße ungefähr bis zur ersten Kreuzung, also sagen wir bis zum Discounter. Das ist der erste Bauabschnitt und dann soll sich ja Step by Step bis in die Nobelstraße her durchgearbeitet werden. Und allein dieser erste Bauabschnitt dauert ein Jahr, soll also im Dezember 2023 fertig sein. Es gibt noch keine Ausschreibung, es gibt nur die Konzeptrechnung und es gibt auch noch keine Information, wie sich mit den Eignern geeinigt werden soll. Ob es also tatsächlich im nächsten Jahr schon losgeht oder da halt das ein vorgeschobenes Argument ist, um tatsächlich die Kosten zu sparen, Stichwort Haushaltssicherungskonzept fürs nächste Jahr, wage ich hier an dieser Stelle einfach mal ein Fragezeichen dran zu machen. Wir bleiben am Thema definitiv dran, weil ganz ehrlich, ich würde es gerne zu meinen Lebzeiten noch erleben, dass wir diese Zierkowski-Straße sanieren. Und ein paar Jahrzehnte bin ich dann doch noch mit dabei. Ansonsten stellte sich heute die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung vor. Vielleicht nur das wirklich im ganz kleinen Rahmen, basierend auf einem Leitfaden Bürgerbeteiligung, den wir im 2019 beschlossen haben als Rostocker Bürgerschaft. Gibt es in der Stadt jetzt zwei sehr, sehr fleißige Menschen, die halt sobald eine Initiative, ein Verein, Einzelinteressen sich bei denen melden und sagen, wir wollen gerne bei städtischen Planungen beteiligt werden, die das dann koordinieren und euch da quasi das Recht geben, außerhalb der ordentlichen Bürgerbeteiligung eine außerordentliche stattfinden zu lassen. Das wurde heute auch nochmal explizit betont. Ich mache es euch mal ein Beispiel. Ich rede relativ häufig in diesen Videobotschaften halt immer von B-Plänen, von Bauanträgen oder ähnliches. Das ist der offizielle Weg. Der Gesetzgeber sagt, wenn du einen B-Plan machst, also ein B-Plan steht für Bebauungsplan oder auch ein Bauantrag, musst du die Bevölkerung beteiligen. Da gibt es Spielregeln, die stehen im Gesetz und dann muss sich die Stadt daran halten. Das ist der offizielle Weg. Und die Leitstelle Bürgerbeteiligung setzt den noch einen drauf und sagt, bevor wir zu dem B-Plan kommen, also bevor es tatsächlich losgeht, verwaltungsmäßig, sollen die Menschen das Recht haben, sich frühzeitig einzubringen. Also quasi in der Erstentwicklung der Idee schon Einfluss nehmen zu können. Das ist rechtlich, gibt es darauf keinen Anspruch. Wir machen es trotzdem. In Klammern, rot-rot-grüne Mehrheit in der Bürgerschaft hat damals dafür gesorgt. Und in Rostock-Südstadt gibt es tatsächlich auch schon zwei Projekte, die darauf andocken. Das eine ist die Bürgerbeteiligung in Richtung Entwicklung Roter Pol. Und es gibt noch Studio Südstadt 2020, haben die das genannt. Quasi die Frage, Studio Südstadt 2050, glaube ich, hören wir gerade auf, das ist ein Tippfehler. Also die Frage, wie soll die Südstadt im Jahre 2050 aussehen? Da sollten große Werkstattgespräche stattfinden. Ist wegen Corona während in der letzten Woche tatsächlich abgesagt worden, deshalb kann ich euch dazu nichts berichten.
Aber das wird auch da organisiert, ist alles ganz spannend. Für euch wichtig halt, wenn ihr da ein Thema habt, außerhalb des Grundpools, weil da ist es schon angestoßen, könnt ihr diese Bürgerbeteiligungsstelle, Koordinierungsstelle jederzeit ansprechen und die bringen dann halt den Prozess ins Laufen, um euch da halt zu Wort kommen zu lassen. Zu Wort kommen ist auch tatsächlich das große Thema. Großer Pol, Entwicklung. Ich habe nochmal nachgeguckt bei mir auf dem Blog. Wir hatten ja schon diverse Artikel dazu, unter anderem beispielsweise der Ideenwettbewerb, drei großer Planungsinstitute. Wie soll nun eigentlich der große Pol aussehen? Und Grundtenor war immer zu sagen, in der Mitte Wohnungsbebauung und an der Seite, an den Hauptstraßen, zum Beispiel am Südring, relativ hohe Bebauung, die als Schallschutz organisiert werden sollen. Und diese hohen Bebauungen sollen halt für Gewerbe genutzt werden. Heute stand die Verwaltung da, auch sehr frühzeitig, und hat halt gesagt, wir wollen halt da jetzt mit Six, das habt ihr, glaube ich, auch alles hinreichend in der Zeitung gelesen, einen großen Teil dieses Gewerbegebietes am Südring selbst entwickeln, also quasi mit besetzen. Ich muss euch sagen, grundsätzlich halte ich das auch für eine gute Idee. Ich muss ja nur Deutsche Med sagen, um euch zu begründen, was ich meine. Dass, wenn wir nämlich etwas entwickeln, sehr, sehr oft in Rostock den Fall haben, dass wir große Pläne haben und sagen, okay, das könnte ja da irgendwie mal passieren und das kriegen wir schon alles organisiert und am Ende stehen große Liegenschaften leer. Das war von Anfang an meine Bauchschmerzen beim Roten Pol. Durch die Unternehmensansiedlung, die jetzt da angedacht ist, und wir reden hier nicht über neue Arbeitsplätze, das muss man der Fairness halber sagen, sondern über eine Zentrierung der Arbeitsplätze für Six, das sind Logistikarbeitsplätze, Büroarbeitsplätze. Also wir machen da keine große Park- und Autoflotte hin. Wäre halt ein Großteil dieses Sicherheitsrings, Sicherheit ist eine falsche Formulierung, des Akustikrings am Südring halt schon mal bedient. Das Problem ist, Six wünscht sich einen Campus. Also schön so eine Ecke, schön in sich geschlossen. Und wie weit das halt dann so Dorf Six, hatte ich das immer im Hinterkopf, wirklich dahin passt, sei mal dahingestellt. Und dieser Campus geht nicht nur ins Gewerbegebiet, sondern auch in die Wohnbebauung rein, weil das platzmäßig nicht passt. Deshalb und wegen der Frage, wollen wir eigentlich Six da, haben wir uns heute tatsächlich 1,5 Stunden lang sehr kritisch mit der Vorlage auseinandergesetzt. Muss auch dazu sagen, die kam sehr spontan. Aber es soll so eine Art Grundsatzbeschluss sein. Also bevor, was ich euch schon über Baupläne und alles eben gerade erzählt hat, die Verwaltung überhaupt anfängt, möchte sie, in Klammern, weil sie halt ja mitgekriegt hat, was die letzten Jahre zum Großen Pol immer gelaufen ist, einen Grundsatzbeschluss der Rostocker Bürgerschaft und dem vorgelagert unter anderem den Ortsbeirat Südstadt haben, ob halt die Planung dort tatsächlich fortgeführt werden könnte. Der aktuelle Stand, ich merke, ich rede dazu so lange, ich mache das vielleicht an dieser Stelle kurz und schreibe es euch auch nochmal auf, damit sind wir bisher immer ganz gut gefahren. Der aktuelle Stand ist, dass es eine Diskussion mit Six gab, ob sie dahin gehen wollen. Die haben signalisiert, würden sie gerne machen. Und die Verwaltung hat halt gesagt, naja, bevor sie dieses große Rad der Planung drehen, wollen sie halt eine Sicherheit haben, dass quasi, Stichwort Rückendeckung, die Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft dahinter steht. Oder die haben es gesagt, der Mehrheit der Rostocker Politik, um die Ortsbeiräte mit zuzuziehen. Haben das heute zur Abstimmung gestellt. Wir hatten auch sehr viele Interessensvertreter von Pütterweg bleibt und Extinction Rebellion und Ähnlichem mit dabei, die auch die Gelegenheit hatten, zu Wort zu kommen. War eine ganz gute Diskussion, 1,5 Stunden ungefähr. Und haben am Ende mit einer Mehrheit, allerdings nicht einstimmig, diesen Grundsatzbeschluss gefasst. Das heißt, der Ortsbeirat empfiehlt, die Entwicklung des Großen Pols weiterzuführen. Diktiert der Verwaltung gleichzeitig zwei Sachen rein, zumindest aus meiner Sicht zwei Sachen. Erstens, die Bebauung in die Wohnungsbebauung muss dringend überdacht werden, dass es kein Campus wird, sondern wir in diesem Gewerbegürtel bleiben. Und zweitens, Stichwort Erbbaupacht, die Rostocker Bürgerschaft auch da hatte das mehrheitlich beschlossen, dass städtische Grundstücke nicht mehr verkauft, sondern nur noch verpachtet werden. Wiener Modell, so als Stichwort, das wird da auch nochmal tatsächlich mit reingenommen, um dann halt den Weg nach und nach in der Entwicklung des Großen Pols voranzubringen. Es wird ein Thema sein, was uns auf jeden Fall die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre begleiten wird. Auch wenn im nächsten Jahr vielleicht die ersten Bagger rollen, werden die letzten nachher irgendwann bei den Eisenbahnbrücken bei der Goetheschule zum Abschluss kommen. Ja, und das wird noch eine ganze Weile dauern. Ansonsten. Das war halt so das Hauptthema, wo wir uns durchgekämpft haben. Ich sehe auch, wir sind schon Richtung 10 Minuten, mache ich also nochmal kurz. Wir haben ja danach immer noch die Berichte der Vorsitzenden, der Ortsamtsleiterin, der Ausschüsse und ähnliches. Da vielleicht für euch nur als Fun Fact oder not so Fun Fact, bei der Stadthalle soll ja der Parkplatz bebaut werden. Da möchte gerne Netto hin, möchte sich ja gerne vergrößern. Wohn oben drauf, haben wir ja schon mal darüber berichtet. Und da ist natürlich auch die Frage, wie ziehe ich eigentlich die Straßen?
Und da ist tatsächlich der Fall gewesen, kein Scherz, dass sich da Planer hingesetzt haben und gesagt haben, okay, es gibt die Stadthalle, es gibt die Wohnung drumherum, es gibt diesen Neubau, wir brauchen folgende Straßen. Waren da ganz stolz mit ihren Zetteln an die Stadtverwaltung gegangen, haben gesagt, hier, das ist unsere Idee. Und die Stadtverwaltung hat da rangeguckt, hat gesagt, jo, wird schon passen. Und dann fiel aber irgendwann auf, ja, Moment, wir haben ja in einer Stadthalle zu stehen. Und diese Stadthalle, da kommen ja nicht nur Leute mit PKW, sondern da kommen ja auch LKWs, die beispielsweise Bühnenbauten hinbringen. Aktuell wäre ja eigentlich Holiday on Ice zum Beispiel gewesen, wenn es während Corona nicht abgesagt werden müsste. Und da gab es tatsächlich das böse Erwachen, weil niemand darüber nachgedacht hatte, wo sollen eigentlich die LKWs fahren. Das heißt, da wieder alles einmal zurück, Stichwort planerisches Handeln. Und jetzt wird halt nochmal diskutiert, wo kommen die Zufahrten hin, wo kommen die Parkgaragen hin. Wo kommt das Anwohnerparken hin? Wo kommen die Gästeparkplätze hin? Das heißt, auch die Diskussion, wie soll es denn da weitergehen, wird sich im nächsten Jahr schön fortsetzen, worüber wir natürlich auch in diesem Blog berichten werden. Letztes Thema, die Aufmerksamen von euch werden es gemerkt haben, wenn ihr am Südring auf Höhe der Hochhäuser quasi durch diese leichten Grünbereich wandert, da standen eigentlich immer drei Statuen, drei Kunstwerke aus Sandstein, schon mal halb zugewachsen. Die wurden gerade entfernt, die werden restauriert. Weil sie halt tatsächlich schon sehr stark verwittert sind. Man hat die Gesichter teilweise ja schon gar nicht mehr erkannt. Das soll neu gemacht werden. Wir haben im Ortsbereich auch nochmal ganz klar betont, die sollen auch wieder in der Südstadt aufgestellt werden. Kunst ist immer Frage des Betrachters. Wir haben aber tatsächlich sehr wenig Kunst im Vergleich zu anderen Stadtteilen in der Südstadt. Deshalb legen wir da durchaus Wert, dass die wieder aufgestellt werden. Es wird einen anderen Platz geben. Ich bin sehr gespannt, wo der gefunden werden soll. Sobald es da was Neues gibt, gebe ich euch Bescheid. Weil wir jetzt schon bei 11 Minuten sind, vielleicht nochmal, weil es das letzte offizielle Ortsbeiratsvideo ist, möchte ich mich bei euch bedanken. Wir haben die Vorweihnachtszeit, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir haben sehr, sehr viele Beiträge in diesem Jahr gemeinsam entwickelt, diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos, wie viele Blogbeiträge das waren. Ich schaue es nochmal nach. Aber die Resonanz dazu war ungebrochen hoch. Das hat mich wirklich positiv überrascht. Wir machen dieses Projekt jetzt seit 3 oder 4 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und dass so viele von euch dabei geblieben sind, auch eigene Vorschläge immer noch einbringen, worüber berichtet werden soll, was auch politisch angeschoben werden soll. Das finde ich wirklich stark, dass man das hier nicht als Alleinkämpfer macht, sondern euch als Unterstützung mal dazu hat. Dafür möchte ich euch herzlich bedanken. Und ansonsten das Übliche, was ich immer am Ende sage, vor allem am Ende des Jahres. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund, passt aufeinander auf. Und wenn ihr davon genug habt, dann lest natürlich gerne weiterhin auf meinem Blog. Den findet ihr wie immer auf stephanpossel.de. Abonniert den Kanal, diskutiert mit und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.